Wir sehen heute wieder steigende Aktienmärkte. Das war ja gestern schon mit einer impulsiven Rallye der Fall. Heute Anschlusskäufe und es sind natürlich die Stimulushoffnungen, da jetzt wohl klar ist, dass die US-Regierung, dass der US-Kongress Billionen in Unternehmen stecken wird, Privatmenschen helfen wird mit Zahlungen. Das pushte die Märkte nach oben. Aber es ist wahrscheinlich nach wie vor eine Bärenmarkt-Rallye und wir wollen uns mal die Realität von morgen anschauen. Immerhin haben wir es jetzt geschafft, seit Ausbruch der Coronavirus-Krise im Westen 2 Handelstage hintereinander mal positiv zu sein. Das erste Mal. Vorher hatten wir, wenn es positiv mal war, in einem Tag gleich dann den massiven Rückschlag. Jetzt sehen wir, dass es eben die Hoffnungen sind auf diesen Stimulus und es sind Aussagen vor allem von diesem Mann, von Ben Bernanke, der sich ja mit der Weltwirtschaftskrise 1929 akademisch beschäftigt hatte und der war heute bei CNBC in einem Interview und hat gesagt, ja, es wird hart, aber es wird nicht so hart wie die Weltwirtschaftskrise 1929, denn, sagt Ben Bernanke, die Banken sind viel besser aufgestellt. Da fragte Sven Henrik durchaus zu Recht, naja, wenn die Banken so gut aufgestellt waren und sind, warum musste dann die Fed die Zinsen so stark senken vorher schon und warum musste sie Milliarden pro Tag in den Repo-Markt pumpen? Aber gleichwohl, Ben Bernanke war auch so ein Stimmungsaufheller in einer Situation, in der die Aktienmärkte natürlich völlig überverkauft waren. Schauen wir uns mal ein paar Hoffnungszeichen an. Die gibt es ja. Wir sehen hier New York, die Zahlen aus New York, vielleicht mit die wichtigsten derzeit überhaupt. Und da sehen wir, wir hatten heute 5.146 neue Fälle. Gestern waren es 4.790, ist ein Anstieg, aber es geht eben nicht so ganz steil nach oben. Insgesamt jetzt 30.811 Fälle in New York und es gibt wie hier Cuomo, der Gouverneur von New York, dem Bundesstaat New York, sagte, wir haben jetzt die Situation so, dass wir die Verdopplung von Einlieferungen ins Krankenhaus jetzt nur noch alle 4,7 Tage haben. Davor am Sonntag waren es noch alle 2 Tage und davor am Montag alle 3,4 Tage. Also das sind Hoffnungszeichen auch in der Lombardei. Sinken die Zahl der Neuinfizierten, also Lombardei, Italien, all das sind gute Dinge. Aber es gibt das große Problem, wie ein sehr intelligentes Modell zeigt, dass wir es natürlich schaffen durch das Social Distancing, also durch den Abstand, den wir zueinander halten. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie spazieren gehen, dann ducken sich die Leute so ein bisschen weg, versuchen Abstand zu halten. Damit haben wir die Kurve deutlich verflacht, werden die Kurve deutlich verflachen. Das ist ein gutes Zeichen. Das Problem ist, dass wir noch nicht den Hochpunkt der Kurve der Neuinfizierten wahrscheinlich erreicht haben. Und dieser Hochpunkt der Neuinfizierungen dürfte dann erstmal mit einem Zwischentief auch der Aktienmärkte korrespondieren. Und das Problem, das wir hier sehen, ist, dass diese ganze Geschichte wiederkommt, dass das Coronavirus möglicherweise dann so im Sommer, naja, doch deutlich zurückgehen könnte, so zumindest die derzeitigen Annahmen, auch wenn Wärme nicht unbedingt jetzt der entscheidende Faktor zu sein scheint, der die Eindämmung wirklich voranbringt. Aber das Problem ist, und das haben wir schon 1919 gesehen mit der spanischen Grippe, bei der ja mehr Menschen gestorben waren als während des gesamten Ersten Weltkriegs, dass die Geschichte dann im Herbst, Winter zurückkam und dass dann mehr Menschen starben als in der ersten Welle damals der spanischen Grippe. Das heißt, wir hätten dann möglicherweise die Situation, dass wir Herbst, Winter nochmal vor dieser gleichen ganzen Geschichte stehen und das dürfte dann Folgen haben. Morgen ist vielleicht der wichtigste Tag jetzt dieser Woche, was die Wirtschaftszahlen betrifft, denn wir bekommen morgen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier zum Beispiel zunächst mal Goldman Sachs, die sagen, naja, es wird wohl so sein, dass wir 20%, 15% Minus machen werden im zweiten Quartal und dann kommt eine Erholung. Das ist mindestens die Projektion, die dann durchaus über 10% plus sein kann, eben in der Folgezeit. Aber die Frage ist, wird das so kommen? Morgen, wie gesagt, erstmal die Erstanträge. Und hier erwartet man zwischen 1,5 Millionen bis 4,5 Millionen neuen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Also Menschen, die faktisch jetzt sagen, okay, ich habe kein Einkommen mehr, keinen Job mehr, ich melde mich jetzt beim Amt. Diese Zahlen sind sehr verlässlich, weil sie von den amerikanischen regionalen Arbeitsämtern eben erhoben werden, die schlichtweg die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zählen. Und man kann zum Beispiel auch mit Hilfe von Google-Analysen, Google-Search-Analysen sehen,
wo diese Zahl rauskommen wird. Jedenfalls dürften wir so um und bei 2,5 bis 3 Millionen, so die Konsensschätzung. Wie gesagt, manche gehen sogar bis 4 rauf. 4,2 ist die Höchstschätzung, dürften wir reinkommen. Das würde dann die Arbeitslosenquote auf einen Schlag um 2% nach oben hieven. Und es sieht so aus, als würden wir dann morgen den größten jemals verzeichneten Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der amerikanischen Geschichte sehen. Unprecedented, wie die Amerikaner sagen, gab es noch nie. Das ist dann aber eben möglicherweise auch die Voraussetzung, dass diese Bärenmarkt-Rallye endet. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, wo Retracement-Levels eingezeichnet sind. Wo könnte der S&P 500 hinlaufen? Da wäre das 38-2er-Retracement etwa bei 2678 Punkten. Da hätten wir durchaus noch Luft nach oben. Also diese Bärenmarkt-Rallye, die kann durchaus weitergehen. Gar keine Frage. Wie gesagt, wir haben jetzt so ein bisschen Hoffnungszeichen. Wir haben jetzt zweimal hintereinander positive Aktienmärkte, es sei denn, man dreht dann noch ins Minus, sieht derzeit nicht danach aus, aber wer weiß schon, was da kommt. Ich muss mal die Grafik hier ein wenig verschieben, damit Sie die besser sehen können. So, schaut es doch besser aus. Also hier sehen Sie die ganze Geschichte nochmal, die Sie vorher vielleicht nicht gesehen haben, weil ich schlauerweise davor stand. Jedenfalls ist das die Projektion. Und wenn wir jetzt übergeordnet einfach mal gucken, wenn wir diese Rallye, auch diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt, aber es ist vielleicht wichtig, um im größeren Zeitfenster einzuordnen, was heute passiert, was gestern passiert. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir die Retracements eben dann auf der Unterseite, gemessen am Tief 2009, als der S&P bei 666 Punkten war, und im Hoch, als er ganz knapp unter 3400 Punkten war, dann wäre das Ziel eigentlich eine 61,8er Retracement-Stufe im Bereich 1688 Punkte, und das wäre dann noch ein ziemlicher Schnaps, oder 50% Retracement 1987, auch das wäre ein ziemlicher Schnaps noch nach unten. Das dürfte das Ziel dieses Bärenmarktes sein, der, wie gesagt, in seiner Rallye, in seiner Bärenmarkt-Rallye durchaus noch weitergehen kann. Was wir hier sehen, ist eben diese Logik von Bärenmärkten. Wir haben zunächst mal ja diese plötzliche, für viele unerwartete Welle, Booms, erste Tsunami-Welle, alle völlig überrascht, oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir eine überkaufte Situation, da sind wir jetzt bei Punkt 2 und wir sehen eine Rallye aus dieser überverkauften Situation. Eine Relief-Rallye, eine Erleichterungs-Rallye, weil die Dinge eben sich aufzuhellen scheinen. Und dann kommt eben das Problem, dann kommt diese dritte Phase, wo dieser länger laufende Abstieg von Wirtschaft und dann eben auch Aktienmärkten der Fall ist. Wir sind jetzt, wie gesagt, in Phase 2, Phase 3 dürfte noch kommen. Wir sehen das nach wie vor, obwohl wir heute eine deutliche Rallye sehen, sehen wir Stress im System, vor allem beim Dollar-Funding. Das heißt, die Kosten für Dollars, die sich Banken wechselseitig leihen, sichtbar am LIBOR, also am London Interbank Markt Zins sozusagen, die schießen weiter nach oben. Auch das ein Stresssymptom, das zeigt, dass wir hier aus dem Gröbsten noch lange nicht raus sind. Und jetzt blicken wir mal nach Deutschland. Da hat heute die Bundesregierung verfügt, dass keine ausländischen Erntehelfer mehr einreisen dürfen, es sei denn die, die schon unterwegs sind. Naja, jedenfalls wird das bedeuten, dass wir ein kleines Ernteproblem bekommen. Jetzt wird ja der nächste Spargel geerntet, soweit ich weiß. Andere Ernten sind noch ein bisschen weiter weg, aber wenn das länger anhält, dann werden wir ein riesiges Ernteproblem haben. Wir werden so oder so ein Arbeitslosenproblem haben. Und wahrscheinlich denkt die Bundesregierung, okay, wir haben ein Heer von Arbeitslosen und das wird dann bei der Rente helfen. Dann sind die nicht offiziell arbeitslos, sondern bekommen Lohn vom Staat. Der Staat wiederum bekommt das Geld von den Notenbanken. Man überlegt jetzt großflächige EZB-Aktionen, die dann letztendlich dazu führen, dass eben hier dieses Geld dann weiter verteilt wird an diejenigen, die dann zum Beispiel als Erntehelfer fungieren. Ich hatte diesen Zusammenhang schon mal angesprochen und hier vielleicht nicht unwitzig wollen wir uns mal anschauen, wer denn was hamstert. Die Amerikaner hamstern Waffen und vor allem Medikamente, bekanntlich die Deutschen Klopapier und Mehl. Das haben wir ja alle erlebt, als wäre Klopapier eine Mangelware. Es wird viele Dinge geben, die es bald eher weniger gibt, aber Klopapier wird immer ausreichend vorhanden sein, da bin ich mir relativ sicher. Die Italiener Zigaretten und Grappa, die Franzosen Kondome und Rotwein und natürlich, wie kann das anders sein, die Holländer Marihuana und Käse. Das sind die logischen Dinge. Wir werden also jetzt eine Situation haben, die durchaus spannend ist. Wie geht es morgen weiter? Werden wir morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sehen? Wahrscheinlich das wichtigste Datum jetzt konjunkturell, das wir in letzter Zeit gesehen haben. Heute ja IFO mit der endgültigen Zahl zum IFO-Index. Grottig, noch schlechter
als bei der Vorabveröffentlichung, die letzte Woche der Fall war. Also jetzt kommen die Zahlen, jetzt kommen die grottigen Zahlen. Der DAX hat auf den Ifo nicht mehr reagiert. Das sind bekannte Fakten, aber jetzt bekommen die Amerikaner erstmal sozusagen die harte Faust der wirtschaftlichen Realität. Und dementsprechend dürfte dann morgen vielleicht auch die Rallye ein bisschen schwieriger werden. Normal ist die Logik ja so, wenn dann diese Bill in den USA verabschiedet wird, wenn es also dann wirklich konkret ist, aha, jetzt haben sie es unterschrieben, dann wird es für die Rallye schwieriger. Zuvor dominiert noch die Hoffnung und es geht nach oben. Das könnte sich diesmal so ein bisschen wiederholen, die Charts, meine Herren und Damen vor allem. Die sind von Capital.com. Wir sehen, dass der S&P 500 bei 2534 ist. Ich hatte vorhin gezeigt, 2678 wäre das 38-2er Retracement. Das heißt, da hätten wir durchaus noch so 140 Punkte Luft. Das sind ja schon ein paar Prozentchen. Also diese Bärenmarkt-Rallye kann noch weitergehen, aber ihr Potenzial wird jetzt langsam natürlich schon etwas geringer. Der ganz große Kuchen in Sachen Wahnsinnszugewinne ist jetzt im kurzen Zeitfenster im Mindesten erstmal abgefrühstückt. Wir sehen, dass Euro-Dollar auch steigt. Es ist eben so, dass wenn ein bisschen Beruhigung reinkommt, obwohl wir gesehen haben, dass der Funding-Stress im Dollarbereich nach wie vor der Fall ist, dass also Dollars teurer werden, wer als Bank Dollars braucht. Aber gleichwohl, es ist eben dann das Prinzip, entweder steigt alles oder es fällt alles. Der Dollar ist sozusagen die Krisenwährung, ist das Krisensymptom. Wenn die Erleichterung da ist, dann fällt der Dollar. Wenn wieder Stress und Enthebelung der Fall ist, dann wird es genau andersrum sein. Wir sehen, dass Gold bei 1623 hantiert. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick ja schon darauf hingewiesen, dass physisches Gold sehr, sehr knapp ist. New Yorker Banken verfügen derzeit nicht mehr über physisches Gold, aber es gibt jede Menge Papiergold da draußen mit Futures, ETFs und was nicht alles schnell genug auf den Baum kommt. Und was wir hier sehen, das ist amerikanisches Crude Oil, welches bei 25,18 Dollar ist, also auch ein bisschen erholt. Das ist eben jetzt das Muster, entweder es steigen eben die Risikoassets, es steigen die Rohstoffe oder sie fallen. Das ist eben je nach Tagesform. Heute hatten wir das erste Mal zwei Tage hintereinander eine positive Tagesform. Vielleicht kriegen wir morgen den dritten Tag, aber ab morgen beginnt die Realität zuzuschlagen in Sachen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. 13.30 Uhr morgen. Das wird ein sehr, sehr wichtiger Termin. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.